Ja, Matthias Tegetthoff, schönen Dank für die einführenden Worte. Hallo Augustdorf, hallo Nordrhein-Westfalen, was ist mit Begeisterung? Hallo Deutschland, hallo Italien. Die Errichtung des Hermannsdenkmals Mitte des 19. Jahrhunderts steht inzwischen als Synonym für ein Angedenken an die Neuordnung der deutschen Geschichte. Eine Phase, in der wir Deutsche zum ersten Mal begannen, uns über unsere nationale Identität Gedanken zu machen. Nun, liebe Freunde, die Zeiten haben sich geändert. Das ist ganz deutlich erkennbar, da Herr de Magbo als Afrikaner bei der AfD für ein Europamandat kandidierte. Es ist also an der Zeit zu überlegen, welche Art von Volk und damit Deutschsein denn eigentlich unsere heutige Grundordnung, das Grundgesetz, vorsieht. Und dort steht beinahe allem politischen Wunschdenken unserer noch Kanzlerin, der Grünen und fast sämtlicher in Deutschland momentan an der Macht stehender Politiker zum Trotz. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Dies sollte sich der Grünen-Chef Robert Habeck, der behauptet, ein Volk gebe es nicht, mal hinter die Ohren schreiben. Herr Habeck, wenn es überhaupt kein Volk gäbe, von wem ginge dann bitte die Staatsgewalt aus? Wer hat sie denn dann eigentlich gewählt oder erarbeitet ihre Diäten und Pensionen? Claudia Roth und die anderen Apparatschicks in den alten Parteien ganz sicher nicht. Schließlich hat Arbeit zu einem großen Teil mit Wertschöpfung zu tun und nicht mit deren Gegenteil. Was bedeutet es also, wenn das Grundgesetz sagt, alle Staatsgewalt gehe vom Volke aus? Es bedeutet nichts anderes, als dass wir uns fragen müssen, wer oder was denn dieses Volk, um es mit Heinrich Heine zu sagen, dieser große Lümmel nun ist. Wer oder was nach den Vorgaben des Grundgesetzes sein darf, gegebenenfalls sein muss, um eine Legitimationskette in Gang zu setzen, die alles staatliche Handeln rechtmäßig werden lässt. Fest steht, das Volk ist der Souverän. Das Volk verleiht Macht und das Volk nimmt die Macht auch wieder. Damit ist das Volk das erste Glied in der Legitimationskette staatlichen Handelns. Nur das Volk allein entscheidet über die Rechtmäßigkeit des gesamten von ihm mittels Wahlen und Abstimmungen abgeleiteten staatlichen Handelns. Es ist in Literatur und Rechtsprechung unumstritten, dass mit Volk im Sinne des Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz das deutsche Volk gemeint ist. Ich habe das Grundgesetz nicht geschrieben. Nur das deutsche Volk kann damit verfassungsmäßiges demokratisches Handeln in Gang setzen. Aber wer gehört zu diesem vom Grundgesetzgeber gemeintem deutschen Volk, und das wird Thema meines Vortrags sein, zu einem wahren Europa gehört schließlich auch ein wahres Deutschland. Liebe Freunde, die vorherrschende, einzig nicht mit einem Tabu belegte Auffassung in Deutschland lautet, dass jeder, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, selbstverständlich dem deutschen Staatsvolk angehört. Sämtliche Überlegungen zum Volk im ethnischen Sinne oder zum Nationalstaat sind in der öffentlichen Meinung diskreditiert, ja beinahe unaussprechbar und undenkbar geworden. Jedoch ist es keine Petitesse, danach zu fragen, ob eine Einwanderungspolitik sich an den Vorgaben des verfassungsrechtlichen Volksbegriffs orientieren muss, um das eigene staatliche Handeln in einigen Jahren noch rechtfertigen zu können. Oder anders formuliert, ob sich aus dem Grundgesetz nicht sogar eine Verpflichtung zu einer Einwanderungspolitik herleiten lassen muss, die die Zuwanderung begrenzt. Denn die unbequeme, aber auch schlichte Wahrheit lautet, nur bei rechtem Verständnis des in Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz gemeinten Volksbegriffs ist das Demokratieprinzip gewahrt. So sieht es aus. Es ist alles ein bisschen technokratisch, aber ich bin Jurist. Das macht aber nichts. Daran übrigens haben sich gerade auch Politiker zu halten. Schließlich sind die in Artikel 20 Absatz 2
Grundgesetz festgelegten Prinzipien gemäß Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz unabänderlicher Bestandteil unseres Wertesystems, und die Scharia will jedoch wirklich niemand einführen. Meine Damen und Herren, wie wir alle wissen, gibt es nach 8 Jahren für nach Deutschland eingewanderte Personen einen Anspruch auf Einbürgerung. Das hat zur Folge, dass diese eingebürgerten Menschen als deutsche Staatsbürger selbstverständlich auch das Wahlrecht zur Wahl des Deutschen Bundestages und sämtlicher anderer Parlamente erhalten. So die Staatsorgane den verfassungsrechtlichen Volksbegriff nicht verpflichtend beachten, könnten diese neuen Staatsbürger Bertolt Brechts überlieferten Rat nun kurz und schmerzlos umsetzen, und er lautet: Eine Regierung, deren Volk ihr Vertrauen verscherzt hat, solle sich doch ein neues Volk suchen. Das ginge dann noch schneller als der momentan beschrittene Umweg über die Kreissäle der Republik. Liebe Freunde, unter rein formellen Gesichtspunkten steht fest, die Antwort auf die Frage, wer ist wahlberechtigt, orientiert sich an den formellen Voraussetzungen des Staatsbürgerschaftsrechts. Und zwar unabhängig von der Frage einer ethnischen Zugehörigkeit. Das heißt, jeder mit einem deutschen Pass darf auch wählen. Allerdings kann das Staatsbürgerschaftsrecht als einfaches Gesetzesrecht kaum die alleinige Antwort für die Auslegung des Grundgesetzes geben. Das Grundgesetz schwebt nämlich über dem einfachen Recht. Vielmehr sind dabei allgemein gültige Prinzipien zu untersuchen. Man sollte zum Beispiel auch auf völkerrechtliche Grundsätze zurückgreifen und die historischen Tatsachen in Betracht ziehen, die die Väter des Grundgesetzes in den Jahren bis 1949 vorfanden. Für ein umfassendes Verständnis des verfassungsrechtlichen Volksbegriffes sind 2 Dinge unerlässlich. Man muss die Zusammenhänge zwischen dem Staatsvolk und dem Nationalstaat sowie die Zusammenhänge zwischen Staatsvolk und dem Volk im ethnischen Sinne betrachten und verstehen. Sie ahnen es schon. Sich nun an den Volksbegriff im ethnischen Sinn heranzutasten, ist ein durchaus ambitioniertes Unterfangen. Nicht jedoch für einen AfD-Politiker, dessen demokratische und verfassungsmäßige Partei mitsamt ihren gesetzestreuen Mitgliedern fest mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verwurzelt ist. Fragen zum ethnischen Volksbegriff haben zudem bereits die Gerichte thematisiert. Insbesondere hat das Bundesverfassungsgericht, den Volksbegriff in die Sphäre der Verletzung der Menschenwürde und die Missachtung der Menschenrechte gerückt. Und gerade deshalb ist es mir wichtig, gerade im Hinblick auf diese Rechtsprechung und gerade weil ich als Jurist Hochachtung vor unseren Gerichten habe, diese juristische Frage mit Ihnen hier und heute zu erörtern. Dazu muss ich noch ein bisschen weiter ausholen, bis hin zum völkerrechtlichen Begriff des Selbstbestimmungsrechts der Völker, verfasst in Artikel 1 der UN-Menschenrechtspakte. Danach hat jedes Volk das Recht, sich in einem eigenen Staat zu organisieren. Also bereits vor der Organisation in einem Staat, wenn es also denklogisch mangels Vorhandenseins staatlicher Strukturen noch gar keine Staatsbürgerschaft geben kann. Hier fällt mir spontan das Volk der Kurden ein, ein Volk, dessen Menschen über mehrere Staatsgrenzen verstreut leben und das Volk, das sich damit nicht abfinden will. Das muss es auch gar nicht. Das Völkerrecht scheint nämlich nicht davon auszugehen, dass sich ein Staatsvolk ausschließlich nach der Staatsbürgerschaft seiner Mitglieder zu bestimmen hat. So bleibt die Frage, nach welchen Kriterien bestimmt also das Völkerrecht juristisch den Begriff des Volkes bzw. des Staatsvolks. Wir werden sehen, dass hier der Begriff des Volkes im ethnischen Sinne durchaus juristische Relevanz erhält. Ich gehe nicht zu weit, wenn ich behaupte, dass nach allgemeinem Verständnis ein Volk im ethnischen Sinn auf einem bestimmten zusammenhängenden Territorium traditionell zu siedeln und groß genug sein muss, um einen Staat zu bilden. Es muss sich durch objektive Merkmale von anderen Völkern, insbesondere von seinen Nachbarvölkern, unterscheiden. Diese objektiven Merkmale werden auch in der verfassungsrechtlichen Literatur als ethnische Merkmale bezeichnet.
Dazu zählen weiterhin die gemeinsame Abstammung, vor allem aber die kulturelle und politisch-historische Merkmale wie eine gemeinsame Sprache, gemeinsame Bräuche, Traditionen, Literatur, bildende Künste, Musik oder auch für uns Deutsche besonders relevant ein gemeinsames politisches Gruppenschicksal. Liebe Freunde, indem man mit der politischen Korrektheit wie ein Radiergummi über solche Kernaspekte streicht, Brauchtum und Tradition in die rechte Schmuddelecke stellt, löscht man das, was uns von anderen Völkern Europas unterscheidet, einfach aus. Ich komme nicht umhin zu denken, dass dies die versteckte Absicht der EU-Fanatiker ist, die uns zwangsvereinen wollen. Meine Damen und Herren, das Volk im ethnischen Sinn wird weiterhin auch vom Völkerstrafrecht geschützt. So versteht man beispielsweise unter Völkermord Handlungen, die in der Absicht begangen wurden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Vor diesem Hintergrund verabschiedete der Deutsche Bundestag im Jahr 1996 die Tibet-Resolution. Derzufolge verurteilte der Bundestag die durch den chinesischen Staat gelenkte Ansiedlung von Chinesen, die geeignet sei, Zitat, das tibetanische Volk zurückzudrängen. Denken Sie mal an Deutschland. Damit erkannte der Bundestag das Recht der Wahrung eines Volkes auf seine Identität an, sowie die Tatsache, dass es durch die Ansiedlung ethnisch fremder Menschen zerstört werden könnte. Und schließlich erkennt die internationale Rechtsgemeinschaft mit dem Schutz ethnischer Minderheiten an, dass es auch einen ethnischen Volksbegriff gibt. Dieses Minderheitenschutzrecht schützt Angehörige ethnischer Minderheiten vor Diskriminierung und dient der Erhaltung der spezifischen Gruppenidentität. Sie sehen also, meine Damen und Herren, die internationale Rechtsgemeinschaft erkennt sehr wohl das Volk im ethnischen Sinn an. Es lässt sich also feststellen, dass der ethnische Volksbegriff juristisch keineswegs vollkommen unerheblich ist. Wie aber nun wird ein solches ethnisches Volk zu einer Nation? Und lassen Sie mich dazu den bekannten Staatsrechtslehrer Professor Dietrich Mooswieck zitieren. Der Begriff des Volkes im ethnischen Sinne ist insofern rechtlich relevant, als er ein mögliches Subjekt des Selbstbestimmungsrechts der Völker bezeichnet. Wenn ein solches Volk den Willen zur Eigenstaatlichkeit entwickelt und ihn durchzusetzen versucht, wird es zur Nation. Der ist schwer, der Satz. Ich habe mir den Satz mehrmals auf der Zunge zergehen lassen, um zu verarbeiten, welche Wahrheit Mooswieck in diesen wenigen Zeilen geglückt ist. Die Nation entsteht also aus dem Bewusstsein eines ethnischen Volkes, einen gemeinsamen Staat gründen zu wollen. Sie entsteht, sobald ein solches Volk einen gemeinsamen Willen entwickelt, eine gemeinsame Identität zu haben und in einem gemeinsamen Staat nach bestimmten gemeinsamen Regeln verfasst zu sein. Typischerweise sind ethnisches Volk die Herausbildung des gemeinsamen Willens und damit auch Schaffung einer gemeinsamen Identität miteinander verknüpft. Und damit wird auch deutlich, dass, und jetzt gebe ich sinngemäß erneut Professor Mooswieck wieder, wir befinden uns dann immer auf der sicheren Seite, diese ethnische Wahrnehmung des Volkes nichts, aber auch gar nichts, überhaupt nichts mit völkischen Bestrebungen und der rassischen Ideologie der Nationalsozialisten zu tun hat. Im Gegenteil, die Nation erkennt die geistigen Fähigkeiten, die Willensfähigkeit des Menschen an, sich ein gemeinsames, übergeordnetes, politisches oder kulturelles Ziel zu setzen und dieses Ziel aufgrund des freien Willens gemeinsam zu verfolgen und in freier Gemeinschaft selbstbestimmt miteinander zu leben. Dies schließt niemanden aus, der sich dem gemeinsamen Ziel anschließen will und gleichsam freiwillig der Gesellschaft angehören will, komme er aus Asien, Arabien oder wie Parteifreund de Magbo aus Afrika. Jawohl.
Da sind wir uns alle einig, das ist auch Programm der AfD. Entscheidend ist nur, dass er so, und das ist dann auch wichtig, wie Achille de Macbo den freien Willen haben muss, sich der gemeinsamen Sache zu verschreiben. Das bedeutet, und das mache ich hier auch ganz deutlich, Assimilation an die Lebensweise des Volkes, mit dem er leben will. Ich weiß, es fallen Worte, aber die sind alle nicht verboten und deswegen sage ich sie auch. Sehr gut, wunderbar. Ein vorbildliches Beispiel für Assimilation sind die Polen, die im vorvergangenen Jahrhundert in das Ruhrgebiet einwanderten. Schon nach einer Generation waren sie von uns Deutschen nur noch am Nachnamen zu unterscheiden. Frau Merkel ist solch ein Beispiel. Dem Spiegel sagte sie im Jahr 2000 einmal, ich zitiere, mein Großvater väterlicherseits war Pole, insofern bin ich ein Integrationsprodukt. Freilich wünscht man sich, Merkels Großvater hätte nicht nach Westen gemacht. Dann würde Merkel heute nicht nach Deutschland. Das ist noch nicht zu Ende. Das muss ich nochmal ansetzen. Freilich wünscht man sich, Merkels Großvater hätte nicht nach Westen gemacht. Dann würde Merkel heute nicht Deutschland kaputt regieren, sondern hier allenfalls saisonal auf den Spargelfeldern gesichtet werden. Meine Damen und Herren, der freie gemeinsame Wille, das gemeinsame Bewusstsein ist das, was die Nation prägt. Je unterschiedlicher die Interessen, je größer die Differenzen, desto wahrscheinlicher muss der einzelne Freiheitseinschränkungen bei Mehrheitsentscheidungen in Kauf nehmen. Nicht selten werden Demokratien daher als Gemeinschaften bezeichnet. Gemeinschaften bezeichnen sich durch ein Wir-Gefühl aus, das sie oftmals über Generationen eint. Dazu gehören, ich wiederhole mich jetzt gerne einmal, eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Tradition, Riten, Sitten und gemeinsame Moralvorstellungen. In einem EU-Superstaat ist repräsentative Demokratie daher so gut wie unmöglich. Welche Mutationen das Wir-Gefühl in einer um seine Grenzen beraubten Pseudogemeinschaft erlebt, sehen wir jeden Tag. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Das merken Sie dann sofort. Zu Beginn des Fastenmonats Ramadan fand ich auf der Internetpräsenz des Deutschlandfunks Kultur einen Beitrag mit dem Titel Ramadan, ein alter deutscher Brauch. Liebe Freunde, wenn der Ramadan ein alter deutscher Brauch ist, dann ist Schweinshaxe Nationalgericht in Saudi-Arabien. Es bleiben folgende Fragen. Welchen konkreten Volksbegriff hat das Grundgesetz gewählt? Und wie muss das Volk nach den verfassungsrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes beschaffen sein, um dem Demokratieprinzip zu genügen? Bereits das Bundesverfassungsgericht hat es als die Grundentscheidung des Parlamentarischen Rats bezeichnet, mit dem Grundgesetz keinen neuen Staat zu errichten. Vielmehr organisiere das Grundgesetz den Rechtsnachfolger des von Bismarck gegründeten Deutschen Reichs auf dem Teilgebiet der BRD. Dem Grundgesetz liegt das Verständnis der politischen und geschichtlichen Identität der Bundesrepublik zugrunde, also die Identität des Staates als desjenigen Staates, in welchem sich das deutsche Volk als durch seine Geschichte, Kultur und Sprache geprägte politische Willensgemeinschaft organisiert hat. Der fortbestehende Staat, den es neu zu verfassen galt, war demnach also der des deutschen Volkes.
Die Abgeordneten des Parlamentarischen Rats beriefen sich auf das, ich zitiere, nationale Selbstbestimmungsrecht der Deutschen, also auf das Recht, sich in einem eigenen Staat selbstbestimmt zu organisieren, auf das unverzichtbare Recht des deutschen Volkes auf eigene Gestaltung der Formen und Inhalte seiner politischen Existenz. Sie verstanden das deutsche Volk weiterhin als Staatsnation. So sagte zum Beispiel der Abgeordnete Dr. Seebohm in einer Rede zu den Beratungen im Parlamentarischen Rat, und ich zitiere, als ein Volk einheitlicher Kultur und Geschichte, einheitlicher Sprache und einheitlicher Grundgesinnung wollen wir diese Gemeinschaft auch in der staatspolitischen Ebene wieder werden. Damit gehört zu den Grundentscheidungen des Verfassungsgebers also die Entscheidung zur Nationalstaatlichkeit. Gemeint ist eine offene, völkerrechts- und europarechtsfreundliche Nationalstaatlichkeit. Eine dem Frieden dienende und auf die Integration in die Europäische Union abzielende Nationalstaatlichkeit, die aber bei all ihrer Offenheit durch Kultur und Sprache des deutschen Volkes geprägt bleibt. Aus der unabänderlichen Entscheidung des Parlamentarischen Rats für das Nationalstaatsprinzip leitet sich die Pflicht der Staatsorgane ab, die Identität des deutschen Volkes aktiv zu wahren. Die Frage lautet, lässt das Grundgesetz jetzt also eine Einwanderungs- und Einbürgerungspolitik zu, die die kulturelle und ethnische Prägung des deutschen Volkes grundlegend verändert? Wäre dem so und hätten diejenigen Stimmenrecht, die meinten, das Staatsvolk definiere sich allein durch das Staatsangehörigkeitenrecht, so könnten die Staatsorgane über einfache Rechtsetzung das Volk bestimmen, von dem alle Staatsgewalt ausgehen soll. Sie könnten also dem Bonmot von Bertolt Brecht folgen, sich einfach ein neues Volk wählen. Dann wäre das Demokratieprinzip, das die Herrschaft des Volkes bedeutet, jedoch ad absurdum geführt. Wenn nicht mehr der Arbeiter aus dem Ruhrgebiet bestimmen könnte, wer ihn am besten repräsentiert, sondern die Repräsentanten bestimmen, welche Wähler sie am ehesten für die von ihnen vertretene Ideologie wählen werden, wird das Pferd verkehrt herum aufgezäumt. Dann wird Politik um ihrer selbst willen gemacht, um Politiker zu versorgen, nicht um die Probleme der Menschen zu lösen und ihnen die Voraussetzung zu schaffen, ihr Leben gut zu gestalten, ihre Familien zu ernähren und ihre Kinder sicher großzuziehen. Liebe Freunde, in Nordrhein-Westfalen wurde das schon versucht. Kurz vor der Landtagswahl 2017 sah die Regierung von Hannelore Kraft wohl ihre Fälle wegschwimmen. Da brachten die Fraktionen von SPD, Grünen und Piraten einen Vorstoß zur Änderung des Artikels 78 der Landesverfassung ein. Der lautete, und ich meine, das ist schon sehr ungeheuerlich, ich zitiere: Wahlberechtigt sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Drittstaates besitzen und die ihren ständigen Wohnsitz dauerhaft in Deutschland haben. Ein unverhohlenes Angebot an die Türken. Das muss man sich mal vorstellen. Der Antrag kam zum Glück nicht durch. Aber Sie können davon ausgehen, dass so etwas wieder versucht wird, spätestens wenn der Laschet-Regierung das gleiche Ende blüht wie ihrer Vorgängerin, wird sie zum gleichen Trick greifen. Nicht umsonst wird Armin Laschet von manchem Zeitgenossen auch als Türken-Armin tituliert. Das, liebe Freunde, das werden wir zu verhindern wissen, wir und das Volk. Sie sehen, wie wandelbar und fantastisch wir und unsere Sprache sind. Kaum kommen machtbeflissene Innenminister auf die Idee, Aussagen wie wir sind das Volk als vom Verfassungsschutz beobachtungswürdig und daher besonders verwerflich zu erklären, schon gibt es eine Alternative und die heißt wir und das Volk. Wenn das nicht mehr geht, denken wir uns einfach etwas Neues aus oder haben die Herrschaften in der Zwischenzeit längst abgewählt. Jawohl.
meine Damen und Herren, der Willkür der Innenminister zum Trotz und auch um deren Instrumente als das darzustellen, was sie sind, nämlich Instrumente zur Machterhaltung, machen wir hier in gewohnter AfD-Manier weiter, nämlich rechtsstaatlich und demokratisch. Es stellt sich jetzt die berechtigte Frage, woran hat sich also eine Einwanderungspolitik zu orientieren? Die Antwort liegt nahe. Aus einer strikt verfassungsrechtlichen Perspektive nur nach den Vorgaben des Grundgesetzes. Es muss sichergestellt werden, dass durch Einwanderung nicht die Identität des deutschen Volkes schwindet, sondern dass stattdessen die große Mehrheit, die überwiegende Anzahl des Volkes aus ethnisch Deutschen besteht und Deutsch als Muttersprache hat. Wissen Sie, wer das voll und ganz begriffen hat? Helmut Schmidt. Sie kennen den Raucher aus Hamburg. Habe ich mir gedacht. Der frühere SPD-Kanzler sagte 1992 der Frankfurter Rundschau, ich zitiere, man kann aus Deutschland mit einer 1000-jährigen Geschichte seit Otto dem Ersten nicht nachträglich einen Schmilztiegel machen. Weder aus Frankreich, noch aus England, noch aus Deutschland dürfen sie Einwanderungsgesellschaft machen. Das ertragen die Gesellschaften nicht. Dann entartet die Gesellschaft. Da sagt er 1000 Jahre und entartet. Tja, wenn es nach der heutigen SPD geht, stellt sich Schmidt mit dieser Aussage posthum in die Ecke von Rassisten und anderen fremden Feinden. Und nicht nur vielleicht, bestimmt würde man ihm und seinen Genossen den Verfassungsschutz auf den Hals hetzen, wenn nicht viele seiner heutigen Genossen als Innenminister an den Schaltstellen sitzen würden. Das macht den Unterschied. Es muss also sichergestellt werden, dass Einwanderer die deutsche Kultur bejahen und leben, dass sie aktiv unterstützen, diese Kultur, ähnlich wie ein Beamter eine Treuepflicht gegenüber der Verfassung hat. Dies ist die rechtliche Bedeutung der Identität des Staatsvolkes. Ebenso wie andere Institutsgarantien ist ihr Kerngehalt zu bewahren. Garantierte Rechtsinstitute sind wandelbar. Ihr Kerngehalt darf jedoch nicht berührt werden. Das deutsche Staatsvolk muss verfassungsgemäß ganz überwiegend aus ethnisch-kulturell Deutschen bestehen. Ein verfassungsmäßiges Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitenrecht hat dieser Garantie Rechnung zu tragen. Das heißt, es muss die Wahrung dieser ethnisch-kulturellen deutschen Identität sichern. Alle Änderungen am Staatsvolk, die den institutionellen Kern verletzen und damit die Identität des Staatsvolkes so verändern, dass sie nicht mehr deutsch ist, ließen die Legitimationskette abreißen und verletzten das Demokratieprinzip. Denn dann wäre das vom Grundgesetz in Artikel 20 Absatz 2 vorausgesetzte Staatsvolk, von dem alle Gewalt auszugehen hat, strukturell so umgeformt, dass es nicht mehr dem Staatsvolk des Artikel 20 Grundgesetz entspräche. Aber wie ist also eine verfassungsgemäße Einwanderung praktisch zu gestalten? Als Grundregel muss gelten, künftige Einwanderung nur so weit zuzulassen, als bereits erfolgte Einwanderung durch freiwillige Assimilation absorbiert worden ist. So wird's gemacht. Pauschale Zahlen kann man dafür nicht nennen. Als allgemeine Regel lässt sich aufstellen, dass die Integrationskapazität Deutschlands, also die Kapazität, Menschen so zu integrieren bzw. zu assimilieren, dass der Charakter Deutschlands als Nationalstaat der Deutschen nicht verloren geht, die Obergrenze ist. Dabei gilt die Faustregel. Je mehr Einwanderer in je kürzerer Zeit nach Deutschland kommen, desto länger dauert die Assimilation. Das würde jetzt bedeuten, Grenzen kontrollieren. Die Gefahr ist sogar so groß, dass die Assimilation in einem solchen Szenario
in dem wir uns zurzeit auch befinden, überhaupt nicht mehr stattfindet, da leicht mit dem Konzept des Nationalstaates unvereinbare Parallelgesellschaften entstehen können, die eine Assimilation an die Mehrheitsgesellschaft von vornherein verhindern. Und das haben wir auch schon. Denken Sie an die Clanstrukturen in großen Städten. Einwanderung aus uns ähnlichen Staaten wird leichter zu Assimilation führen als Einwanderung aus Kulturen, die sich erfahrungsgemäß als integrationsunwillig gezeigt haben. Denken Sie bitte an viele türkische Familien in der dritten Generation, wo es mit Integration, Assimilation überhaupt nicht klappt. Und durch staatliche Maßnahmen, liebe Freunde, erzwingen lässt sich Integration schon gar nicht, da sie doch unseren Vorstellungen von Freiheit widersprechen, die zu verteidigen uns so wichtig ist. Insofern lässt ein verfassungsgemäßes Einwanderungsrecht insbesondere im Hinblick auf einen Einbürgerungsanspruch nach 8 Jahren nur eines zu. Auch vorübergehende Aufenthalte von Ausländern sind nur nach strengen Kriterien zu erlauben. Und Schutzsuchenden, die Asyl beantragen und aus einem sicheren Drittland einreisen möchten, ist die Einreise nicht zu gewähren. Liebe Freunde, abschließend kann gesagt werden, dass der ethnische Volksbegriff kein rassischer Volksbegriff ist. Er steht vielmehr in engem Zusammenhang mit Nation und Nationalstaat, welche wiederum im engen Zusammenhang mit der Fähigkeit des Menschen steht, bewusste, freie, willentlich und selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen und sein Schicksal selbst zu bestimmen. Entscheidendes Kriterium für die Zugehörigkeit zum Volk und zur Nation ist also der freie, selbstbestimmte Wille und das Bewusstsein eines Menschen, einer Nation und einem Volk angehören zu wollen, unabhängig von einer Rasse. Der rassischen und der multikulturellen Ideologie ist gemeinsam, dass sie den geistig-seelischen Fähigkeiten des Menschen, also den Elementen, die den Menschen erst ihre Einzigartigkeit verleihen, keinerlei Bedeutung beimessen. Ein Rassist grenzt ohne Überlegungen aus. Ein Multikulturalist schleust ohne Überlegung ein. Ich denke, dass sich die von Merkel geführte Bundesregierung mit ihrer Einwanderungspolitik einem multinationalen Kulturalismus zum Nachteil des deutschen Volks verschrieben hat. Und das, liebe Freunde, das müssen wir verhindern. Vielen Dank.